Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Disney Dreamlight Valley. Ja, ich habe es ja schon angedroht. Wir machen diese Folge tatsächlich die Quest von Vanellope, auch wenn ich absolut keine Ahnung habe, was das für eine ist. Und ich sehe hier gerade etwas in meinem Briefkasten. Der liebenswerte Monstersternfahrt endet bald. Ach toll, ich denke, ich kriege hier irgendwas umsonst. Ja, was interessiert mich der Sternenpfad? Das ist mir egal. Aber wie so oft, wir kommen gerade frisch ins Spiel rein und denken, was gibt's Schöneres? Und drehen uns um und müssen erstmal hier die Sachen abernten. Ich weiß, ich könnte es natürlich theoretisch auch ohne euch machen. Aber ich bin ganz ehrlich, wie gesagt, ich vergesse das sonst wieder. Bleibe ich hier wieder überall hängen, damit ich die bloß nicht holen kann. Ja, da weiß ich schon gar nicht mehr, wo die jetzt hier rumgeflogen sind. Keine Ahnung. Dafür können wir jetzt aber auch zusammen noch eben eine Erinnerung angucken. Oder ein Teil von einem Bild. Ach, Küstin Frosch war das. Okay. Ich wollte gerade sagen, ein Teil von einem Bild, was ich überhaupt nicht kenne. Aber gut. Ja gut, Küstin Frosch kenne ich sehr gut. Habe ich aber nicht im Regal stehen. Was extrem selten ist, weil normalerweise habe ich so ziemlich alles im Regal stehen. Also, naja, sagen wir so, bis zu den Remakes habe ich mir alle Disney-Filme geholt. Ich habe 3 Remakes, glaube ich, blind gekauft und das war nicht so eine gute Sache. Und ja, ich habe da nichts mehr geholt. Ich sehe gerade, wir müssen ja auch noch einen neuen Bereich öffnen. Jetzt weiß ich nicht, soll ich jetzt die Lagune nehmen, was sich halt gut anhört, oder den Aussichtspunkt. Eigentlich... Ich glaube, die Lagune hatte sogar 10.000, oder? Moment, ich schau mal eben. Das sind 6.000. Ja, dann würde ich tatsächlich sagen, dass wir mal eben ganz kurz und ganz schnell hier oben zur Lagune... Ach so, kann ich ja gar nicht. Zur Lagune reisen, um den Platz in die Richtung, glaube ich, oder? Meine ich zumindest. um den Platz hier nochmal eben freizuschalten. Ich schau mal das Ganze nochmal kurz... von hier oben ein bisschen an. Ich sehe nichts mehr. Ich sehe auch so nichts. Super. Das ist immer gut. Wobei hier unten, ich finde, das sieht gar nicht so schlecht aus. Da könnte ich mir vielleicht selber mal das Haus hinstellen später. Das da hinten dürfte Wasser sein, ne? Ah ne, Moment, das ist, ich glaube, dahinter ist aber Wasser. Da ist ein Wasserfall. Ach komm, weil das eh so teuer ist. Und du bist hier. Schön. Weil halt, ne, von Zeit. Wegen Lagune und hey. So weiter. Ja, wir wissen's. Merlin, tu deine Arbeit und... Einen Moment, bitte. Ich brauche deine Hilfe. Ihr könnt mich mal. Warum schaltet das jetzt eine neue Aufgabe frei? Von ich habe ihren Namen schon wieder vergessen. ja, zuletzt habe ich den auch gehört und danach habe ich den auch wieder... El Canto ist... ist das nicht der Originaltitel von dem Film? Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich bin ja total durcheinander. Riesiger oder ehemals riesiger Walt Disney Fan. Und ich weiß auch nicht mal mehr den Namen. Es ist peinlich ohne Ende heute. Aber gut, ich habe auch... Mir geht es auch gerade nicht so gut, muss ich dazu sagen. Und es geht mir noch schlechter, wenn ich... Ach nee. Es ist kein Gaston, glaube ich. Flauschige Kreaturen schnüffeln von unten nach oben. Das müsste Rapunzel sein. Ja, hier das Bild. Schnüffeln durch nach Nahrung auf dem Boden. Scheinbar sicher, in was sie machen, könnte ich nur meinen Weg so schaffen. Da freut man sich doch drüber. Nein, ich streichel dich jetzt. Komm her, dann streichel ich dich auch nochmal. Komm her, mein kleines Schweinchen. Ja! So. Jetzt haben wir alle Kindereien besiegt. Und hinter uns gebracht und jetzt können wir wieder ein bisschen was einsammeln. So, Bäumchen haben wir natürlich auch direkt hier. Es tut mir wirklich leid. Ich habe wirklich immer schon ein schlechtes Gewissen, wenn ich das mache. Aber was soll ich tun? Ich vergesse das sonst. In die Richtung, glaube ich, oder? Ne, Moment. Hier ist der... Obwohl, mittlerweile können wir ja quasi fast überall hin. Was leuchtet denn hier unten drunter? Aha. Auch noch eine Kiste. Ach, das ist das, wo ich aber hinkomme. Ach, die Kisten kommen dann neu. Also auch an der gleichen Stelle. Gut zu wissen. Jetzt bin ich hier total durcheinander. Wo bin ich denn jetzt gerade? Ich bin nicht zu Hause. Ah, hier komme ich nach Hause. Genau.
So, das ist so ein Bäumchen von denen hier eigentlich. Dann mache ich das mal hierhin und ich bin frohen Mutes in Anführungszeichen, dass wir noch eins davon finden werden. Seid ihr neu? Nee, das sind die normalen roten, oder? Ja, das sind die normalen roten. Haben wir hier doch das noch ein Bäumchen? Ich wusste, dass da kommt noch eins. Es tut mir wirklich leid. Es tut mir wirklich, wirklich leid. Also irgendwie auch nicht, weil ich muss es ja machen, egal ob ich es möchte oder nicht, aber irgendwie auch schon. Weil, ne, ich will damit jetzt eigentlich nichts verzögern. Was heißt eigentlich? Ich will damit halt nichts verzögern. Das war der hier, oder? Ich schmeiß den jetzt mal einfach so mitten kackdreist in den Weg rein. Das muss ich dann später nochmal in Ruhe machen. Die Sachen ja sammeln und so weiter, das muss ich auch in Ruhe. Ach so, ich dachte, was blinkt da hinten so? Es war aber, glaube ich, keine Absicht. Ach, wenn du Wolli suchst, dann geh doch einfach ins normale Tal. Hier gehe ich, allein, bin frei. Der Himmel, die Sonne sind mein. Das war ein Kreuzreim, ne? Ich habe jetzt gar nicht mehr drauf ge... Hier gehe ich und allein. Frei war dann in... Oh, da ist noch einer. Da ist noch einer. Oh je, oh je, oh je. Oder es war kein Kreuzreim. Ich habe das mal... Also ich habe es nie gelernt, muss ich dazu sagen. Aber ich habe es mal passiv mitgelernt, als meine Tochter dieses Thema in Deutsch hatte. Und irgendwie ist das alles hängen geblieben. So, du warst... Was warst du denn jetzt gerade für ein Bäumchen? Ich war Douglas-Bäumchen, genau. So ein Bäumchen, glaube ich, hier. Ich kann das hier nur nicht richtig hinstellen. Ich schieb das mal so ein bisschen schräg da rein. Hauptsache, das steht jetzt hier irgendwo in der Nähe. So, dann die Sachen klar machen werde ich dann beim nächsten Mal. Aber das werden wir natürlich noch schnell machen. Hallo! Ja, ich weiß, du sagst immer das Gleiche. 10.000 geben wir aus, okay. Das wäre natürlich recht cool, wenn ich mir vorstelle, weil das sieht doch sehr schön aus mit dem Wasserfall und so. Wenn ich mir vorstelle, ich weiß noch nicht genau, ob und wenn ja, wo ich hier Platz hätte, dass ich mein Häuschen hier hinstelle, dann könnte ich nämlich immer sofort hier hinreisen. Beziehungsweise ich würde dann immer hier ja, rauskommen zum Begrüßen. Das wäre natürlich auch nicht schlecht. Ich weiß es nicht. Das ist so eine Gegend, wo ich ganz ehrlich sagen muss, ich finde es jetzt nicht so mega schön für mich. Oh, ich nehme direkt nochmal einmal Zimt mit. Falls uns unterwegs hier nochmal so ein gummiges Chewbacca, Chapuku, keine Ahnung, wie die Viecher heißen, über den Weg läuft. Oh, ich sehe gerade. Was sehen meine müden Augen denn da? Und das meine ich wortwörtlich. Die Augen sind wirklich extremst müde aktuell. Aha. Es hat auf jeden Fall, ja genau, das ist nämlich hier in der Nähe. Ja, cool. Da kommen wir bestimmt, beziehungsweise müssen wir bestimmt auch noch hin. Golden und süß, ein tropischer Genuss. Können wir das benutzen? Nee. Aber ich könnte mir gut vorstellen, dass wir das eventuell für eine Quest benutzen können. Damit können wir auf jeden Fall kochen. Das können wir benutzen. Damit können wir uns den Weg erstmal frei machen. Hallo? Ich sagte, damit können wir uns den Weg frei machen. Nicht, ich stehe jetzt hier doof rum und hampel mit der Gießkanne rum und nichts passiert. Ah, hier oben. Ach, ich dachte, da kommt man dann weiter durch. Schade, schade, schade. Aber ist auch ein schöner Ausblick, so von hier oben auf Rapunzels Turm. Thema Rapunzel. Sternschnuppe am Tag, ein weiß-blauer Streifen am Himmel mit Schwung. Was bist du? Wo bist du? Wer bist du? Und warum? War das nicht ein Klammerreim? Ich bin mir nicht ganz sicher. Oh, Hallöchen! Na, wie geht es dir denn? Dich habe ich, glaube ich, noch gar nicht gesehen. Du siehst aus wie eine Mini-Kuh irgendwie. Ja, kein Thema. Ich flieg auch. Frisst du mal den Boden? Ich flieg so ein bisschen vor dir rum. Den haben wir leider aber nicht bekommen. Den müssten wir noch dreimal füttern insgesamt. Ja, aber trotzdem cool. Dann haben wir hier den Bereich, der ziemlich teuer ist, muss man dazu sagen, auch schon mal freigeschaltet. Wo ist denn jetzt die kleine Zecke hier?
Ach, die ist hier. Moment, dann. Ich will es ja eigentlich nicht. Deswegen diese ganzen Versuche, das Ganze hinauszuzögern. Nein, Quatsch. Das natürlich nicht. Also es sind keine Herauszögerungsversuche, aber ich gebe zu, ich will nicht unbedingt hier zu Quest. Ein Schurke und seine Reichtümer. Dann kommen wir zu spät. Getrennt, weißt du? Hey Gameplayerin, du wirst nicht glauben, was ich gerade gefunden habe. Ich war im tiefsten, dunkelsten und gefährlichsten Kerker des ganzen Dorfes. Dagobert Ducks Lagerraum. Du hast den Herrn Ducks Lagerraum herumgewühlt? Weiß Herr Duck davon? Na klar, ich habe ihm gesagt, dass ich etwas ordnen will. Nur ist es jetzt noch unordentlicher, als bevor ich reinkam. Naja, ich habe mich von der größten Entdeckung in der Geschichte der Entdeckungen ablenken lassen, als ich das hier gefunden habe. Oh, was ist das? Keine Ahnung. Aber ich glaube, es ist mit dem Netzwerk verbunden, in dem ich festsaß. Auf der Seite ist ein Schild mit der Aufschrift Station Valerie Versum. Wenn du sie irgendwo hinstellst und einschaltest, kannst du vielleicht all die anderen Täler besuchen, die ich gesehen habe. Okay, vielleicht sollte ich mit Merlin reden. Im Ernst, Gameplayerin, willst du jedes Mal zu Merlin rennen, wenn etwas Seltsames und Mysteriöses passiert? Naja, das bin ich jetzt immer. Lass dich einmal im Leben darauf ein, einen riesigen Knopf zu drücken, auch wenn du keine Ahnung hast, was er bewirkt. Vor allen Dingen im Atomkraftwerk kommt sowas bestimmt geil. Ich muss dann immer an die Simpsons denken. Drück nicht den Knopf. Platziere das Dingsbums einfach irgendwo im Tal und versuche es einzuschalten. Ich glaube, hier zu leben ist eine wunderbare Sache. Bis bald. Okay, also da steht tatsächlich, ich soll es irgendwo hinstellen und einschalten. Ich habe jetzt gedacht, da steht jetzt gleich, dass wir dann trotzdem noch mit Merlin reden sollen. Keine Ahnung, warum der jetzt hier rumliegt, aber den nehme ich mal eben mit. Kann sein, dass der beim Angeln mal dahin gekommen ist und ich weiß nicht. Da kommen wir da unten hin. Naja, hier ist eine größere Stelle. Ich bin mir nämlich nicht sicher, was das Ding bewirkt. Wenn das Teil irgendwas Böses macht, dann kriegt Rapunzel das ab. Es tut mir leid, Rapunzel. Häuser können... Moment. Verschiebung eines Hauses in ein anderes Dorf. Ach so. Häuser können immer nur in einem Dorf platziert werden. Häuser, die in einem anderen Dorf stehen, können ohne Kosten in das aktuelle Dorf versetzt werden. Mhm. Ja, unter den Umständen bin ich ganz ehrlich, dann will ich lieber hier vorne in den Eingangsbereich reingehen. Weil wenn ich das Ding mal benutzen wollen würde, dann würde ich das, dann würde ich nach hier gehen und hier gucken, wo das ist. Ich würde das dann am besten hier hinten hinstellen, glaube ich. Dass da halt nicht jeder einfach so rankommt. Obwohl, eigentlich kommen sie ja... Nein! Och komm, wie, ich kann das hier nicht machen. Ja, was soll denn der Quatsch jetzt? Wo soll ich das denn sonst hinstellen? Och, in welcher... Irgendwo, wo du möchtest, irgendwo kannst du das hinstellen. Ja, das sieht man ja schon, wie toll das geht. Super. Muss ich mir jetzt hier auch noch irgendeinen speziellen Ort suchen, wo ich das Ding hinstellen kann? Das wäre jetzt ziemlich blöd. Kannst du es nicht in dieser Umgebung platzieren? Ja, warum nicht? Muss die Umgebung groß und breitflächig leer sein? Könnt ihr da vielleicht mal was zu schreiben, wenn das schon so nicht geht? Oh, Leute... In den Dünen vielleicht. Da habe ich ja alles freigeschaltet. Also wenn man das noch nicht mal überall hinstellen kann, wo man möchte. Ja, aber was meinen die denn mit in dieser Gegend? Das ist doch bescheuert. Die alte Karte können sie ja normalerweise nicht nennen, weil die Quest kam ja auf dieser Karte. Oder muss ich die hier... Naja, gut, hier haben wir sie jetzt nur zufällig angesprochen.
Im Innenhof, glaube ich, ist die mir über den Weg gelaufen mit der Quest. Aber ich glaube jetzt nicht, dass das jetzt irgendwas damit zu tun hat, ehrlich gesagt. Dann machen wir das noch kurz weg. Ich weiß ja auch nicht, wie groß das Teil ist. Ich kann es ja nirgendwo hinstellen. Also das ist wirklich sehr, sehr dämlich gemacht. Also tut mir jetzt wirklich leid, aber es ist ja totaler Quatsch. Ach so, das hatte ich noch nicht angenommen, genau. So. Ja, ins Reich werde ich das ja wohl nicht machen müssen, oder? Wo haben wir denn hier überhaupt noch Platz? Wald der Tapferkeit, vielleicht bei ihr in der Nähe oder so? Mal gucken. Nee, jetzt ernsthaft? Also das ist aber jetzt sehr, sehr schwach, Disney. Ganz ehrlich, dass man da dann nicht mal so einen kleinen Hinweis macht, so nach dem Motto, das kann nur in dem und dem Gebiet gemacht werden. Also das ist jetzt wirklich sehr, sehr schwach, bin ich ganz ehrlich. Du kannst bis zu 3 Freunde in dein Tal einladen. Ja, warum sollen die dann hier hinkommen? Benutze das Williversum, um Besuchscodes zu generieren. Also hätte ich das dann quasi bei mir in der Nähe vom Haus eigentlich hinstellen müssen. Haben die fernen Länder nie so ausgesehen. Begib dich in ein Tal eines Freundes, indem du den Code im Bereich des Mehrspielermodus im Hauptmenü eingibst. Mit einem Besuch kannst du Pick... Ah! Hier gibt es so viele nette Leute. Da kriegt man pixelige Scherben her. Mit einem Besuch kannst du pixelige Scherben sammeln, um besondere Gegenstände herzustellen. Gegenstände zum Tauschen abzulegen. Abzulegen? Ach so, mit der anderen Person dann. Und in Dagoberts Laden einzukaufen. Ja, das mit dem Laden ist irgendwie Quatsch, weil ich sag mal, der wird da wahrscheinlich nicht anders sein als bei mir, gehe ich mal von aus. Gegenstände zum Tauschen, okay. Wenn man vielleicht irgendwas noch nicht kaufen kann und der andere hat das und sagt, hier, ist kein Thema, ich bestell das für dich und gib dir das oder so. Das finde ich eine gute Sache. Also, ganz blöd gesagt, so ein bisschen ähnlich wie mit Pokémon damals, wenn man sich dann die Pokémons gegenseitig auf den Gameboy geschickt hat. Aber wie kann man dann pixelige Scherben sammeln, indem man einfach nur dahin geht? Das wird mich mal interessieren. Also wenn ihr damit schon Erfahrung gemacht habt, schreibt es mir gerne in die Kommentare, ob man die dann einfach so bekommt oder ob man dann irgendwas Spezielles machen muss. Oder ob es, wie gesagt, einfach nur ausreicht, wenn man ins andere Land geht und dann kriegt man die automatisch schon und könnte theoretischerweise direkt wieder zurückgehen. Ja, ich sag's mal so, ich kann es euch jetzt nicht zeigen, weil ich habe keine Freundin in Disney Dreamlight. Meine Tochter jetzt vielleicht noch, das ja. Aber das ist dann auch das Einzige, weil, ja, oder beziehungsweise die Einzige. Ansonsten kenne ich überhaupt niemanden, der dieses Spiel spielt, ehrlich gesagt. Ich bin die Einzige, ich bin hoffnungslos verloren. ja, schreibt mir auch gerne eure Erfahrungen mit diesem Teil, wenn ihr das Ganze schon freigeschaltet habt, in die Kommentare. Ja, ob man jedes Mal hier hingehen muss, ich denke mal, ne? Ja, da steht benutzen. Crossplay ist aktiviert, indem du unten bestätigen auswählst, bestätigst du, dass du jetzt Disney Dreamlight Valley mit Spielern von anderen Plattformen spielen kannst. Dein Teil bleibt weiterhin nur auf Einladung zugänglich. Gut, dass ich draufgeklickt habe, weil die Frage habe ich nämlich vor einer ganzen Weile mal gestellt. Und auch mehrfach bei Disney selber gestellt und auch bei Twitter gestellt. Und irgendwie wusste das anscheinend keiner. Zumindest hat sich keiner herabgelassen, mir mal zu antworten. Also von Disney selber. Und gut zu wissen. Also man braucht auf jeden Fall einen Code, damit man nicht einfach irgendwo bei jemand anderen reinplatzt, sage ich jetzt mal, wo man vielleicht gerade unerwünscht ist, aus welchem Grund auch immer. Das finde ich sehr, sehr gut. Ja, dafür müssten wir jetzt bestätigen drücken, mache ich aber nicht, weil ich sowieso mit niemandem Crossplay mache, dementsprechend, beziehungsweise niemanden besuchen gehe. Dementsprechend habe ich natürlich den Nachteil, dass ich diese Scherben nicht bekomme auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, bin ich ganz ehrlich, juckt mich auch nicht, wenn ich jetzt mal ganz ehrlich bin. Ja, schade, aber dann ist die Quest auf jeden Fall beendet, ne? Ja, hat er weggemacht, sehr schön. Das heißt, oh nee,
unsere nächste Quest können wir gar nicht machen, weil das wäre dann ja quasi Rapunzel. Oh, achso, doch, können wir doch machen. Wir sind jetzt nur nicht in der richtigen Gegend. Ah, okay. Ja, dann sage ich mal definitiv, wir werden als nächstes mit Rapunzel weitermachen, weil die schon freigeschaltet ist. Und ja, hier Mr. Goonie-Gesicht. Den muss ich dann leider leveln. Ich habe ehrlich gesagt noch nicht die Zeit dazu gehabt, überhaupt irgendwas zu leveln jetzt die letzten Tage, weil irgendwie kam wieder eine Sache nach der anderen und ich hatte die ersten 3 Tage diese Woche nur noch Termine, wo ich dann hin musste, wenn ich gerade nicht aufgenommen habe. Und ja, abends ab einer gewissen Uhrzeit ist man dann einfach nur noch froh, ins Bett zu fallen und 4 bis 5 Stunden später wieder aufzustehen und wieder weiterzumachen. Erstmal wieder Stress, dann wieder aufnehmen und dann, ja, eigentlich schon wieder Stress, wenn man so möchte. Irgendwie hört das Ganze nicht mehr auf. Gut, wie gesagt, schreibt mir gerne alle eure Erfahrungen in die Kommentare, was das Besuchen anderer Gebiete, anderer Spieler, sag ich mal, angeht. Würde mich auf jeden Fall interessieren. Vielleicht hilft es auch den einen oder anderen weiter, der hier zuschaut und vielleicht auch noch Fragen dazu hat. Meine Frage ist auf jeden Fall beantwortet. Kann man einfach so jemanden joinen, ohne dass man in Anführungszeichen dort erwünscht ist? Also um jemanden zu überraschen, sozusagen zu erschrecken, wie auch immer. Und es wäre natürlich lustig, wenn man gerade beim Let's Play ist und irgendwie total angestrengt, konzentriert irgendwo, was er machen ist und auf einmal steht da einer im Gruselkostüm neben einem oder so. Das, gut. Ich glaube, ich habe heute zu viele Horrorfilme gespielt und aufgenommen. Ich weiß es nicht. Kommt übrigens morgen raus, beziehungsweise wenn ihr diese Folge guckt, kam es letzte Woche wahrscheinlich raus. Ich glaube, diese Folge kommt Sonntag. The Park kann ich wirklich jedem nur empfehlen. Ist aber die letzte, ja, knapp halbe Stunde ungefähr, schwere Kost. Das muss ich auch dazu sagen. Und ist erst ab 16 freigegeben. Also wenn ihr noch jünger seid, dann solltet ihr das Ganze nicht angucken, weil das behandelt auch ein Thema, was nicht so schön ist. Und nicht so familienfreundlich wie dieses Disney-Spiel. Ja gut, ich bedanke mich erstmal fürs Zuschauen, bevor ich hier noch mehr in die Länge ziehe. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge definitiv mit der Rapunzel-Quest wieder. Bis zur nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, darfst du mich natürlich auch gerne abonnieren.